Ihr Muschis. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Mittlerweile der fünfte Teil des gesamten Let's Plays. Ja, hier verfehle ich mal wieder einen einzigen Gegner. Und wecke mal eben irgendwelche Totenschädel auf. So. In diesem Part geht es darum, dass wir uns den dritten Kristall, der oben links im Wald, sich im Wald befindet, uns einheimsen. Und mal schauen, vielleicht nehmen wir uns auch noch den vierten vor. Aber wird sich dann zeigen. Ja, jetzt müsste ich noch mal ein wenig gucken, wie ich dorthin komme zum Wald. Dann ist das schon ein etwas schwierigeres Unterfangen, dahin zu kommen. Ja. Erstmal gucke ich, dass ich da hinkomme. Hier ist, glaube ich, immer mit der Flöte. Upsala. Geht schon wieder los. Wie gehabt. Jetzt habe ich erstmal die Schaufel bekommen. Ja. Jetzt grabe ich einmal die ganze Gegend hier um die Flöte zu bekommen. Ich meine, da muss ich in der Welt machen, kann aber auch sein, dass ich wieder zurück in die normale Lichtwelt muss. Upsala. Aber wir probieren einfach mal. Beziehungsweise ich probiere es einfach mal. Ich rede gerne in der Wir-Form, wie ihr seht. Und damit meine ich natürlich mich und Link. Einfach munter weiterraten. Mal gucken, vielleicht finde ich was. Vielleicht finde ich ein paar Goldbarren. Vielleicht finde ich einen Lottoschein. Ups, daneben gegraben. Das werde ich ja wirklich mal. So ein schöner Lotto gewinnen. Und eine schöne Baggerfahrt im Puff machen. Habt ihr auch schon mal Lotto gespielt? Schreibt da mal in die Kommentare. Eine gewisse Person wird wissen, was ich damit meine. Das ist nämlich ein Insider. Wenn diese Person dieses Video guckt, wird sie sofort wissen, was ich damit meine. Also das verrate ich euch jetzt hier aber an dieser Stelle noch nicht. Stattdessen hängt sie das Video permanent auf. Und immer wieder. Ja, noch habe ich die Flöte nicht. Aber ich bulle hier mal munter weiter. Ich lausche dabei dem wundervollen Soundtrack der Schattenwelt. Ist das schön, schöne Umgrabearbeiten wie im Garten. Nur dass ich da nichts anpflanze. Weiter. Hallo, hallo. Gottverdammt. Mein Gott, war das nochmal in dieser Welt oder war das in der Lichtwelt, in der regulären Welt, wo ich die Flöte herbekomme? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich zum Verrecken nicht mehr. Aber was ich weiß, ist, dass ich hier gleich wahrscheinlich wieder auf Insektenfang gehen kann. Meine Katze gerade streikt und den Dienst quittiert hat. Ihren Dienst als Insektenfänger. Da werdet ihr sicherlich auch noch von hören. So, also ihr werdet die Sprühflasche zu hören bekommen. Wenn es dann soweit ist. Hallo, was ist das denn? Jetzt aber gut hier. Mit der Aufhängerei. Springe ich da hier aus dem Anzug. Aber mächtig. Kriegst du gleich mal einen Freiflug Richtung Fenster. Ach ja.
Hoch, eine Katze, einer der beiden Katzen ist aktiv geworden. Und versucht, ein gewisses Insekt zu fangen. Leider nicht mit großen Erfolgen gekrönt. Boah, und jetzt hat es mich erschrocken. Und trotzdem war ihr Mund da weiter. So, gleich habe ich hier alles umgegraben. Immer noch keine Goldbarren bekommen, immer noch keinen Lottoschein bekommen und vor allen Dingen immer noch keine Flöte bekommen. Da muss ich, glaube ich, tatsächlich mich teleportieren in die Lichtwelt. Na, soll's doch nicht so scheiße graben. Kennt ihr dann auch, wenn sich sowas wie Kaugummi zieht? Man braucht einen einzigen Gegenstand und um den zu kriegen, muss er so lange irgendwas machen und der kommt zum Verrecken nicht zum Vorschein. Genau das habe ich jetzt gerade. Keine Geduld im Arsch. Aber egal. So, wo ist der Insekt? Ich glaube, ich muss ja einmal sprühen. Und nix. Och man, das ist doch nicht wahr hier, ey. Und hier gebuddelt. Ne. Es scheint nicht hier zu sein. Aber ich mach das hier einfach nochmal. Ich kenne mein Glück. Buddeln, 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 buddeln. Ne. Kannst knicken. Rüber zur Lichtwelt. Da weiter buddeln. So. Ja, jetzt verpissen die Tiere sich und der Typ verschwindet. Wird sozusagen teleportiert. Und jetzt buddel ich mich hier zurecht. Und lausche wieder einmal dem epischen Soundtrack der Zelda-Spielereihe, diesmal Lichtwelt. Das ist eigentlich perfekte Musik für Gartenarbeit. Einmal hier alles umgraben. Nein, so nicht. So nicht, mein Freund. Oh, ficken. Hier schön. Nein. Ich freue mich. Ich finde es geil, stundenlang herumzubuddeln. Was macht man nicht alles, um gewisse Gegenstände zu erhalten? Die Flöte. Na. Immer noch nix. Immer noch nix. Buddeln, 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 buddeln. Langeweile buddeln, Langeweile buddeln, Langeweile buddeln. Nix, nix. Ah, da haben wir noch ein gutes Stück. Und jetzt geht's wieder zurück in die Schattenwelt. Und spiele ich einmal dann diese
Flöte vor diesen Typen vor. Das ist traurig. Das ist sehr traurig an dem Spiel jetzt. Ein letztes Mal hört er das Flötenspiel. Vor er eins wird mit der Natur. Ja, so ist der Lauf der Dinge. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, mal gewinnt die anderen. Aber ich mache jetzt erstmal schön weiter. Die beiden Katzen kämpeln sich hier gerade wieder leicht. Okay, da komme ich schon mal nicht hoch. Na, ihr zwei. Was wieder, wenn es fertig ist? Ich will hier gucken. Nee. Mache ich jetzt nicht dieses Minispiel. Doch, muss ich schon machen, um die Schaufel als festen Gegenstand behalten zu können. 80 Rubine. Ja, komm, hau ab da. Okay, so viel buddeln wie ich will für 30 Sekunden. Alles, was ich raushole, kann ich behalten. Habe ich jetzt eigentlich schon daraus die 80 Rubine. Ha! Sehr gut. Und später kann ich oben mit der Schaufel abhauen, wenn ich dann die anderen Handschuhe habe. So, jetzt muss ich mir aber nochmal einen Weg rausgucken, wie ich am besten dort oben hinkommen. Ups, mal zurück teleportieren. Und mir irgendwo einen Teleporter zurück. So. Ihr Bienen geht mir auf den Sack. Ihr Wachen geht mir auf den Sack. So, Arschloch. Kann ich erstmal so ein Secret wieder machen. Wenn ich da glaube ich einen Hammer für brauche, um da reinzukommen. Jo, kann ich machen. Ach nee. Ist das wieder herrlich am Freitagabend. Einige gehen feiern und ich bin hier am Zocken. Aber ich bin eh nicht so der Feiermensch. Ach, das kennen wir doch auch. Was willst du mir auferlegen? Da glaube ich jetzt, dass ich mehr Magie mit mir tragen kann. Jo. Hat das Secret schon mal gemacht? Mal so langsam gucken, dass ich vielleicht unter Umständen zum Todesweg komme. Ach, den Vogel kann ich auch gar nicht rufen. Stimmt, den muss ich erstmal aus der Statue da befreien, in der Mitte des Dorfs. Schauen wir mal. Genau da brauche ich jetzt. Schnellreisesystem. Na?
Na komm, mach nicht so viel Theater. Komm, das mache ich ja die Brathähnchen aus dir. Na komm, nehme ich mal mit. Jetzt gehe ich einmal da oben hin. Jetzt möchte ich einmal das, glaube ich, das Blitzmedaillon holen. Dafür muss ich einmal bis ganz nach oben. Ich muss immer wieder staunen über diese Bildqualität des Emulators. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ah, ja. Da ist was raus. 60 Kilo Hack. Kann sein, dass ich manchmal Tourette-artige Ausfälle habe. Die aber nicht ernst gemeint sind. Das sind zum Beispiel wie 60 Kilo Hack. Ich meine natürlich 80 Kilo Hack. Also wenn ich 60 Kilo Hack sage, meine ich 80 Kilo Hack. Wer diesen Insider noch kennt, vom Domian, der ist gut. Der ist epic, der ist awesome. Einmal wieder zurück. Ach, dann haben wir ja diese schöne epische Musik gepaart mit dem Dollar, was ich früher immer als Kind sehr gruselig fand. Aber das kommt noch, da kommen wir später zu. Jetzt werde ich mir erstmal das Medaillon holen. Gehört ja auch zu einem der Sequels, die halt gelöst werden müssen. Na. Luftmedaillon. So, und bei einem gibt es noch was Feuermedaillon. Aber da kommen wir auch noch später zu. So. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt am dürfsten? Am dürfsten gehe ich jetzt erstmal hier hin. So. Ach ne, Hammer ruhig. Somit habe ich mir, glaube ich, gleich einen Teleporter. Kann ich mir, glaube ich, gleich suchen. Ja, natürlich gehe ich genau dahin, wo ich nicht hin soll. Weil mir dieser Handschuh noch fehlt. Jetzt der Wald, wo ich hin muss, aber nicht in dieser Welt, sondern in der anderen Welt. Dazu muss ich erst wieder raus. Ach, sind das schöne Kindheitserinnerungen, wo man das Spiel noch ohne Save States gespielt hat. So. Und zack, auch guck mal, ein Knochenhühnchen. Leider stehst du nicht auf der Speisekarte. Du auch nicht. So, jetzt geht's los. Jetzt suchen wir uns Stück für Stück den Eingang. Upsala, den Eingang zu diesem Waldtempel. Von den Schädeln hatte ich früher immer ziemlich viel Schiss. Und auch vor diesem Rauschen. Diesen Windgeräusch. Normalerweise haben wir noch den Donner, aber der kommt erst, wenn wir auf dem komischen Berg da sind. Ach nee. So. Lass ich mich doch gleich mal hier reinfallen. So. Und wo wir landen werden. Moment. Insektenspray. Upsala. Ja, die Mumien sind etwas hartnäckiger. Zehnmal Klopapier, Mumien. Ups. Und direkt ein Schlüssel. Ja, und die Grabschar.
Die kennen wir auch noch sehr gut. Der Zelda-Spieler, der von Anfang an dabei ist, wird diese Hände noch sehr gut kennen. Upsala. Genau, hau ab da. Du wirst hier nicht gebraucht. Hier drin. Karte. Da haben wir ein klein wenig komplizierter diesen Tempel. Na komm, hör auf. Lass die Stromrechnung in Ruhe. So, komm, ob ich jetzt wieder auf. Nee, leider nicht. Jetzt haben wir hier erstmal den ersten offiziellen Aus-Eingang. Aber ich lasse mich jetzt mal trotzdem hier reinfallen. Karte habe ich schon mal. So. Du. Verdammte Scheiße nochmal. So, das sind zum Glück nicht die, die mir Magie klauen, wenn sie mich treffen. Ja, das glaube ich jetzt. Hoppala. Kompass und eine Falle aktiviert. Habe ich ja nochmal Schweineglück gehabt. So. Nächster Raum war ich schon. Jetzt gehe ich einmal nach oben hin. Upsala, ja. Das ist der Vorführeffekt, liebe Leute. Liebe Muschis. Ja. Apropos Muschi. Sobald ich Muschi sage, kommt die erste Katze raus. Zweite chillt auf der Fensterbank. Da denke ich aber ein schönes Katzenleben. Ja. Schlüssel bekommen. Hoppala. Ein Nieserchen. Kommt auch mal vor. Auch im Let's Play. Ich höre schon in den Kommentaren, beziehungsweise ich lese schon in den Kommentaren förmlich das Gesundheit. Ah, so. Haben wir auch schon, ja. So, kann ich jetzt quasi entweder rausgehen oder ich gehe jetzt einfach nochmal rein da. Ich erinnere den großen Schlüssel nicht ab. Um die Truhe direkt zu öffnen. Ne. Da lande ich zwangsweise auf diesen Sternfeldern. Und dazu muss ich in ein anderes Loch mich fallen lassen. Und zwar hier oben. Was ist los, hm? Ist er wieder auf Yacht? Ah, jetzt kommen endlich mal wieder die Kackbomben zum Einsatz. Komm, hau ab da. Aber manchmal befinden sich auch irgendwelche Gänge hinter diesen komischen Gestrüppe da. Ja, warum auch nicht? Why not? So, das müsste jetzt eigentlich passen. Ja, das hat gepasst. Habe ich mir jetzt erstmal den Gang gesichert zur großen Truhe, aber nichtsdestotrotz bringt es überhaupt nichts. Ohne den großen Schlüssel. Hallo, jetzt hör doch auf, die aufzuhängen, ja? Goddammit, Napper. So, wieder raus. Wir 5 Rubine dafür. So, hier rein. Hier rein in den guten Laden. In den Saftladen. Du kannst dich hier verbissen.
Blöde Rapschand. Wichsgriffel. Ich nenne den Gegner jetzt Wichsgriffel, ganz einfach. So. Wichsgriffel wieder zerstört. Hier die Wichstücher. Wichstücher-Mumien. Ach, Nase juckt. Ich muss nur noch einen auf die Glocke. Ja. Bringt mir nur nicht viel. Na. Schlüssel, okay. Muss trotzdem erstmal darüber. Jetzt will ich mir erstmal den Gang öffnen zu dieser Tür. Wichsgriffel, du störst. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Arschloch, Wichsgriffel. Boniertes Arschloch. Hallo. Ist aber mal gut, ja? So. Mit dem Hammer kannst du jetzt, glaube ich, genau, zerdeppern. Jawohl. So habe ich mir Zeit und Nerven gespart bei der Schädlingsbekämpfung im Zelda-Style. Du funkst mir nicht nochmal dazwischen, scheiß Wichsgriffel. Lass ihn am besten einmal kommen. So, jetzt habe ich erstmal einen kleinen Zeitpuffer, wenn ich ihn einmal getötet habe. Na, so, geht doch. Hau ab. Hau ab. Die Dinger verwandeln mich nämlich schön in diese Hasenfigur, die wir zu Beginn des Spiels gesehen haben. Nämlich die vorkommt, wenn man sich dann erst mal in die Schattenwelt teleportiert. Jetzt habe ich einen großen Schlüssel. Das ist fein, das ist schön. Da braten wir uns jetzt ein lecker Eis drüber. Und diese scheiß Wichsgriffel spawnen immer und immer wieder. So. Okay, dann wird es leicht unnötig. Ein Glück, dass ich hier noch meine Lebensversicherung habe. So. Jetzt wieder zurück zum Raum, wo die große Truhe gibt. Und da nehme ich den Feuerstab in Empfang. Na hallo, jetzt hör auf, dich hier aufzuhängen. Ist aber kloppt bist du. Hallo! Mein Gott, ey, das kann doch nicht angehen. Das kann doch wohl nicht warzen, Schwein hier. So. Ach, Scheiße. So. Das sind ja 60 Kilo Hackfleisch, die getötet werden wollen. Jetzt habe ich den Feuerstab, den man, wie der Name schon sagt, 60 Kilo Hackfleisch verschießen kann. Also mit dem Feuer kannst du 60 Kilo Hackfleisch braten. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Einfach mal schauen. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich nichts vergessen. Ups. Das wollen wir ja aber nicht. Dieses Verhalten. Was ist denn das für ein Verhalten? Link. Das kann ja wohl nicht warzen, Schwein. So, jetzt gehe ich wieder dorthin zurück. Dorthin, wo der Schädel da unten sein wundervoll dekoratives Maul geöffnet hat. Ist das schön. Hau ab, Wichsgriffel.
müsste ja eigentlich noch irgendwo einen Eingang geben. Weil ich ja noch einen Teil des Waldtempels da noch nicht erkundet habe. Aber das ist, glaube ich, hier oben. So. Genau das Loch meine ich. Da wollen wir doch rein. Lass mich raten. 2 Sekunden noch, da kommt der Wegsgriffel. Ja. Herrlich. Und dann wurde er doch schön erwischt. Das ist die Hand vom Yogi Löw. Und die wollen wir nicht geraten, die killen wir sofort. So. Ein bisschen umgucken hier. Oh, fuck. Fuck you, you fucking fuck. Genau, hier rein. Ja, genau, ganz genau. Halt, komm her. Komm her, Fee. Wunsch ist Wunsch, also bück dich, Fee. Komm her. Boah. Fotze. Ach, Mann. Genau, häng dich auf, mach alles falsch. Hat mir jetzt viel gebracht. Das ganze Unterfangen. Egal. Überspringe ich das Ganze. Mit mir kann man es ja machen. Na, hallo, was ist denn hier los? Habe ich heute mein Zielwasser nicht gesoffen? So. Das ist der unheimliche Schädel, beziehungsweise Monsterschädel, vor den ich früher richtig Schiss hatte. Eben, weil er so komisch guckt. So. Genau. Och, Mann. Link, du bist echt eine Fotze. Du bist echt eine stinke Fotze. Na? Hasset bald? Gut. Endlich. Wird auch Zeit. Och, jetzt geht mir das Gepiepe auf den Sack. Das haben wir noch hier an sowas. So, Klopapier-Mumie. Zewa oder da billig Scheiß aus Papier vom Kaufland? Hm. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh, Mann. So, da ist der Schlüssel. Für die Tür, die oben geöffnet werden muss. Ja. Mach mal weiter so, Emulator. Und häng dich für jeden Rotz auf. Da machen wir jetzt aber einen kleinen Trick. Direkt zum Anfang. Zurück zum Eingang. Hoffentlich kriegen wir noch irgendwie Gelegenheit, Leben aufzufüllen. Dann wäre gerade nicht verkehrt, noch ein paar Herzchen zu bekommen. Ja, guter Ansatzspiel, aber eins ist nicht genug. Ja. Wir verstehen uns langsam, Spiel. Feuerstab kann ich die scheiß Mumien endlich sofort abfackeln. Oh, das passt ja. So, hier muss ich jetzt alle Fackeln anzünden.
damit die Tür aufgeht. Schnell hier rein. Schnellen Fuß. Hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Mann. Mixgriffel. Okay. Wurm. Da ist der Wurm drin. Und du gehst weg vom Kleiderschrank, Katze. Los. Sofort. Und da ist der besagte Gang hinter dem Geschirr. Genau, Hauptsache die Mumie hat den Schlüssel. Das dreckige Scheißhaus-Kackevieh. So. Jetzt brauchen wir Kraft. Gib mir Kraft, Sailor Moon. Oder so ähnlich. Und komm. Die Riesenmotte. Einer der tollsten Endbosse. Und einer der schwierigsten in diesem Spiel, wie ich finde. Besonders, weil sich die Bodenplatten, also weil sich der gesamte Boden bewegt. Und die Stachelteile, die auch noch im Nacken hängen. Aber gut, dann hat sie soweit erledigt hiermit. So. Und wieder haben wir einer der sieben Weisen befreit. Nummer 3 an der Zahl. Da klopfen wir erstmal schön auf die Schulter. Klasse, klasse gemacht. So, jetzt kommt wieder ein wundervoller Dialog. Ja, ich weiß, dass ich dich aus den Klauen der Monster befreit habe. Dann habe ich gerade selber nur gekillt, wie du weißt. Wieder eine Fotze weniger zu befreien. Und das Insekt ist wieder hier drin. Gerade die Riesenmotte im Spiel besiegt. Jetzt muss ich hier die Motte quälen. Ach, herrlich. Herrlich, diese Insektenkillerei. Hast du alles verstanden? Ja. Jetzt hätte mich fast ein Schneider erwischt. Lecco mio, Popo Blanco. Jetzt an dieser Stelle mache ich erstmal einen Cut und im nächsten Part spiele ich mit euch, beziehungsweise spiele ich für euch, das Versteck der Diebe durch. Ja, noch ein schönes Wochenende, euch Pipi-Trinker und all die werden wollen. Bis zum nächsten Mal, habt euch alle lieb, Bubu machen, ne? Bis dann, ciao.